Adams, Lugo, hört ihr mich? Toll. Kein Signal. Hallo, meine lieben Freunde der Action-, Horror- und Splatter-Spiele. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Versuch, nicht völlig zu versagen. Was bei diesem Spiel ziemlich wahrscheinlich ist, dass ich es machen werde. Ja, ziemlich gefährlich die ganze Lage hier. Hier ist mein Versagen schon fast vorprogrammiert. Wir begleiten nämlich unseren Helden jetzt nach seinem Absturz mit nur einer Pistole. Wow. Und jetzt einer Shotgun. Immerhin. Und ihr könnt mich mal. Mit der Shotgun ziehe ich euch ziemlich ab, Leute. Lad schneller nach. Hörst du mich? Ja. Alles okay? Hört es sich so an? Schwingt euch hier runter! Hoffentlich kommen meine Freunde auch bald. Es ist nämlich ziemlich gefährlich hier. Oh, was war das jetzt? Uff, also ist die Deckung nicht allzu toll. Wie ich schon angetönt habe, das Versagen ist hier ziemlich wahrscheinlich bei diesem Schwierigkeitsgrad. Aber na gut, davon lasse ich mich nicht ins Boxhorn jagen, wie man so schön sagt. Ich werde einfach die Stelle immer wieder spielen. Und ich hoffe, das Video ruckelt nicht am Anfang, denn ich bin noch am Rendern, was ich sonst nicht mache. Ja, das haben wir schon gesehen, das wollen wir nicht noch einmal sehen. Oh, oh, oh. Bleib in Deckung. Okay, ich brauche schnell ein Gewehr. So, den Typen haben wir schon mal ausgeschaltet, aber die Bedrohung bleibt. Ja, hier rennt ziemlich viel durch die Gegend. Ja, komm, lad nach, lad nach. Die sehen gerade nichts. Komm, lad nach. Also die Typen sind ziemlich hart drauf. Ja, ich gehe weiter. Alles okay? So. Hört es sich so an? Schwingt euch hier runter! Wenigstens eine Fernwaffe. Oh! Dieses Arschloch schleicht sich immer wieder an. Das ist gar nicht nett von ihm, finde ich. Ich sollte auch mal meine Stoppuhr starten, sonst weiß ich gar nicht, wie lange ich aufnehme. Ich nehme in letzter Zeit zwar gerne Folgen von einer halben Stunde auf, ist aber eigentlich nicht mein Ziel. Ja, YouTube, standardmäßig 15 Minuten. Und da ich jetzt momentan nur eine Folge aufnehme, mache ich standardmäßig für mich 20 Minuten. Adams, Lugo, hört ihr mich? Lauf, 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 lauf. Toll. Kein Signal. Und die Deckung hat mir vorhin ziemlich gefallen. Shotgun, nicht sehr zielgenau, aber sehr effektiv. So, wer sieht nichts? Oh verdammt, wo kommt das denn her? Da oben. Ja, schnell nachladen, solange ich gerade kann. Oh, das war sehr daneben. Der hat jetzt kein Bein mehr. Ja, so ist, so viel sage ich auch. Geh in Deckung, geh in Deckung! Verfickte Scheiße, das seid ihr aggressiv, Leute. Na, lad nach, lad nach, lad nach. So,
So, komm, nimm die Waffe. Nimm die Waffe. Nimm die Waffe! Ich sehe absolut nichts hier unten. Adams, Luke, wo steckt ihr, verdammt? Lad nach, lad schnell nach. Und ein Scharfschütze auch noch, das ist super. Das ist echt super. Ja, beeilt euch bitte schön. Ja, Waffe wechseln, komm. Oh gut, sie sind unten. Kann ich mal gucken. Ja, Schrotflinte wechsle ich lieber wieder. Desert Eagle will ich nicht. So. Wo bleibt ihr denn so lang? Der Aufzug war hin, wir mussten zu Fuß gehen. Falscher Zeitpunkt, sagt. Ihr Wichser könnt mich. Schon okay, Adams. Mir fehlt auch nichts. Kein Grund zur Aufregung. Sehr gerne. Ich weiß, ich weiß. Hast du das Signal, Lugo? Ja, ganz nah. Dann mal los. Dann folgen wir doch mal dem Signal, endlich mal. Da komme ich nicht durch. Ich hab oh, verdammt, ja, ich wusste doch, dass ich das gehört habe. Bedrohung eliminiert! Nee, nee, nix da, Sani. Da war doch noch einer. Oh, pardon. Ach, ich wusste doch, dass da noch einer ist. Danke, dass ihr auch schießt, Leute. Na gut, dann rücken wir mal langsam vor. In der Vermutung, dass da noch mehr sind. Ah, AK-47 habe ich immer noch nicht so gern. Die macht doch mehr Spaß. Ach, oh, Granaten. Ah, Blendgranaten. Nee, das sind keine Blendgranaten. Was sind das? Ja, was sind das für Granaten? Oh. Ich kann mir keine Sorgen machen, was das für Granaten sind, wenn ich beschossen werde. Probier einfach mal aus, was das ist. Werfe Haftgranate! Haftgranate? Ich wollte eigentlich heilen und nicht meinen Freund zusammenschlagen. Ihr nehmt die Schrotflinte aufs Korn. Ich versuche die Handgranate an das Ding zu schmeißen. Ah, verdammt. Also das mit der Haftgranate hat nicht so wirklich funktioniert. Der Schütze ist echt schnell. Gut, dann... Schießt ihr mal ein bisschen auf ihn, lenkt ihn ab. So, endlich was erwischt. Oh, dachte ich mir doch, dass da noch mehr sind. Ich ziel auf ihn und will auf ihn schießen. Das wird wohl nix. Oh, da kommen noch ganz viele, verdammt. Ja, nach. Oh. Wenn sie geblendet sind, kann ich hoffentlich ein bisschen erholen. Geh in Deckung, nicht ganze Zeit rumrennen. So, das Gebiet könnte sicher sein, muss aber nicht. Nachladen, wenn man schon kann. Gucken, ob da oben eine Munition Adams, mach die Tür auf. Alles klar. Verloren hat, wollte ich sagen. Oh, da wäre ein Gastank gewesen. Die sind immer ganz lustig in die Luft zu sprengen. Dachte ich mir doch, dass hier noch was liegen muss. Langsam kenne ich das Spiel nämlich. So. Scheiße, was ist denn? Etliche Gegner von hinten. Wir sitzen in der Falle. Walker, da ist ein MG. Gib mir Deckung, während ich die Tür aufmache. Kein Problem. Kommen Sie. Umschlage ich das Geschütz? Los, los. Ich kann dir helfen, Boss. Nenn mir ein Ziel.
Ja, dann nimmst du am besten die Scharfschützen da oben. Feuert auf mein Ziel! Jetzt passen wir gut auf! Wer ist hin? Los, Hover! Schrotflinte auf dem Feld! Lass sie nicht zu nah ran! Und bleib liegen! Das steht noch. So, wo sind denn da Typen? Lugo, den Scharfschützen! Ja, ich schalte ihn aus! Scheiße! Ja. Aber schnell! Ein oh, Lugo. Das klingt nicht nach Ausgang. Ich bin fast klar, ich hab ihn vom Leib. Zwei Happy Gays, oben. Happy Gays? Okay, Ziel ist ausgeschaltet. Oh, verdammt, ich bin unter schweren Beschuss. Und so kann ich nicht zielen. Lugo? Lugo, den Scharfschützen! Genau. Ich leg ihn um. Ich mag den grünen Laserpointer. Was zur Hölle war das? Los jetzt. Wir können los, Walker. Komm. Ja, unser Texas Ranger. Ich will hier runter. Ich will auf die Seite rüber. Da hinten habe ich nämlich was gesehen. Lauf, Schlampe, lauf. So, was haben wir denn hier? Ein MG? Granaten. Oh, ich mag Granaten. Sonst nix. Das MG möchte ich jetzt eigentlich nicht nehmen. Ich fühle mich ganz wohl mit der M4A1. Oh, Feuer. Feuer böse. Feuer au. Heute habe ich es irgendwie mit dem Schlagen. Oh Gott, scheiße. Igitt. Ein echt blutiges Spiel. Lieutenant Daniels, sind Sie noch bei uns? Lieutenant Daniels! Bewusstlos. Gebt Bescheid, wenn er wieder zu sich kommt. Dann geht's weiter. Ja, Sir. Ja, das Spiel kennen wir. Bewusstlos machen, warten, bis sie aufwachen. Wir haben Ihre eigenen Leute gekillt? Die sind aufeinander losgegangen. Du hattest recht, Walker. Ich hätte lieber Unrecht. Dann hören wir uns doch mal erstmal die geheimen Infos an. Ich dachte, ich schaff's ganz ohne zu schreien. Beim Sandboarding ging's noch halbwegs. Hab mir auch noch auf die Zunge gebissen, als die Messer dran waren. Aber beim Feuer, verdammt, da habe ich nur noch geschrien wie am Spieß. Enttäuschend. Aber jetzt kenne ich das Gefühl, zusammenzubrechen. Als meine Haut kokelte, hätte ich Vater und Mutter getötet, nur damit es aufhört. Jeder Rebell vor mir wird diesen Schmerz kennenlernen. Und wenn er zusammenbricht, werden wir wie Brüder sein. Wir haben dem Tod ins Auge gesehen und haben gezuckt. Da hat jemand ein leicht psychisches Problem. Aber nur ganz leicht. So, und ich bewege mich ganz langsam. Vorsicht, die werden warten. Zuerst nicht unbeabsichtigt, jetzt würde ich mich unbeabsichtigt langsam bewegen. Keine Deckung. Hier ist kein Mensch. Captain, auf der Treppe! Ich seh's. Was ist da? Oh, da hängt jemand. Wenn das Daniels ist, dann ist der Mann schon längst tot. Lecker. Das war eine Falle. Scheiße, was ist hier los, Logo? Keinen blassen Dunst. Wow, Rückkopplung. Identifizieren Sie sich. Ich? Wer zum Geier seid ihr? Captain, fick dich ins Knie. Tja, Captain. Diese Falle war für einen Fuchs namens Gould bestimmt. Sie sind nicht Gould. Sehen Sie, ich weiß nicht, wer Sie sind. Keiner weiß das. Das ist gefährlich. Ach ja, und für wen? Für alle. Ich meine mal ehrlich, ihr habt doch nicht geglaubt, wir lassen euch hier einfach reinspazieren. Doch, haben wir. Wir suchen Überlebende. Tja, ihr habt was gefunden. Schöne Scheiße, was? Los geht's, Jungs!
Hölle? Da oben! Das ist Gould! Verschwindet! Los, los! Ritt weg! Okay, Weg hinaus. Kämpfen! Ich wollte doch in Deckung gehen. Ich habe immer die Hoffnung, dass die Granate nicht nah genug an mir dran ist. Und jedes Mal werde ich enttäuscht. Aber na gut, vielleicht lerne ich irgendwann mal daraus und gehe woanders in Deckung, wenn ich das Granatenzeichen sehe. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ist ja egal. Ich suche etwas. Ich weiß nicht, wo ich habe. Ach, ja. Ich wollte mal gucken, ob ich wirklich aufzeichne. Es wäre ja schade, wenn ich es nicht machen würde. Oh, fuck, dann geht's auch schon weiter. Nein, 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 nein. Aber ich zeichne auf. Das ist positiv. Ja, das kennen wir doch. Schießen wir uns den Weg frei. Definitiv keine Zeit zum Reden. Obwohl ich es trotzdem mache, aber konzentrieren ist hier schwer. Ach verdammt. Beschuss von überall. Pumpe. Pumpgun. I don't like the pump gun. You get a grenade, asshole. Also diesmal war die die war doch nicht bei mir. Oh. Wie schon gesagt, zukünftig muss ich einfach mal losrennen. Aber irgendwie bin ich auch froh, dass mich die Granaten erledigen und nicht die Schüsse, weil das heißt, ich werde besser. Inwiefern das heißt, dass ich besser werde, weiß ich jetzt nicht, aber ich werde nicht mehr erschossen, das kommt mir schon als Fortschritt vor. So, das können wir wie immer überspringen. Feind gesichtet, voll auf zu mir. Ach, ich geh runter! Lugo, du bist im Weg. Doch, ich rede immer noch. Ich lasse es mir nicht nehmen. Ach, die schießen, aber schießen tun sie schon verdammt gut. Nehmen wir den hier. Da haben wir noch einen. So, jetzt bleibe ich mal ein bisschen in Deckung, ne? Eure Blendgranaten bringen auch einen Scheißdreck. Mir ist nicht sehr wohl dabei, dass die Gegner mich von hinten abschießen können. Nein, renn, 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 renn. Ich schmeiß einfach noch eine Granate. Solange ich habe ich noch. So, und jetzt seid ihr dran. Der Waffe kann ich nicht sehr genau zielen. Aber immerhin schießen kann sie. Oh verdammt, woher kam die jetzt?
Meistens schmeißen die schon von der anderen Seite her Granaten. So, jetzt habe ich Granaten. Das war meiner, ihr Ärsche. Wo lauft ihr hin? Naja, dann schießt erstmal den ab. Ich bin gerade sehr ganz gepackt von der ganzen Action hier. Da lebt noch einer. Links von euch ist ein Gang. Nehmt ihn. Er führt zu einem Museum. Okay, geht klar. Triffst du ihn wirklich? Hey, wenn dir was Besseres einfällt, nur raus damit. Los, kommt mit. Feind mit Schrotflinte unterwegs. Wo? 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 Hab einen! Lade nach, seid wachsam! Ich wette, da kommen noch ganz Haufen Typen. Ich sehe auch so verdammt viel. Unterwegs! Geh in Deckung. Puh. Oh, 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 verdammt. Ich nehme lieber wieder die Waffe, die ist ein bisschen besser. So, verwundet können nicht schießen. Aber sind noch nicht tot. AK-47. Muss es immer AK-47 sein? Ach, verdammt. Wo? Tango neutralisiert! Ach, wenigstens hat diesmal nichts geblinkt. Ja, ihr habt ganz, ganz viele Verluste, ihr Arschlöcher. Sprengstoffe voll? Ach, dann schmeißen wir gleich nochmal eine Granate, um zu gucken, wo die sich versteckt haben. Klingt noch nach so vielen. Meine Zeit ist schon wieder rum. Ach ja, dann sagen wir einfach mal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. In dem Sinne, Tschüssikowski.